Der nächste Redner ist Karl Lauterbach für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, Herr Dobrindt, der Unterschied zwischen Ihnen und Herrn Guttenberg ist der, dass man Herrn zu Guttenberg ernst genommen hat. Das hat man bei Ihnen nie gemacht und das haben Sie heute wieder unter Beweis gestellt. Wir sind hier nicht im Bierzelt, Herr Kollege, das ist eine ernsthafte Auseinandersetzung. Hier geht es um die Glaubwürdigkeit der Politik. Ich hätte Herrn zu Guttenberg die Geste der Demut und des Bedauerns abgekauft. Ich hätte ihm das abgekauft, wenn er heute konsequent seinen Rücktritt erklärt hätte. Aber er tut das Gegenteil. Er tut so, als wenn er für die Bundeswehr unverzichtbar wäre. Dabei hat er jede Glaubwürdigkeit bei der Truppe mittlerweile endgültig verloren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auch für Herrn zu Guttenberg gilt: Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er dann die Wahrheit spricht. Und bei Herrn zu Guttenberg ist es so, ich zitiere aus dem Brief an die Universität Bayreuth. Er habe zu keinem Zeitpunkt vorsichtig oder absichtlich getäuscht. Ja, was ist denn das, wenn nicht eine weitere Lüge, die jetzt noch im Raume steht, meine sehr verehrten Damen und Herren? Das Problem ist doch nicht, dass der Verteidigungsminister betrogen und gelogen hat. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass er es weiter tut und trotzdem glaubt, im Amte bleiben zu können. Das ist die Wahrheit. Er lügt fortwährend. Er gibt hier eine Geste der Demut. Er gibt eine Doktorarbeit ab, die ohne dies nicht zu halten wäre. Er gibt etwas ab, was ohne dies weg wäre, und kombiniert das mit der Lüge, er habe nie getäuscht und betrogen. Dabei hat er in Reiseführern abgeschrieben, bei Studenten, bei Politikern, bei Professoren, bei Zeitungen, in der Einleitung, in jedem Teil seiner Doktorarbeit. 20% dieser Doktorarbeit sind nicht echt. Und da will uns der Minister hier erzählen, es habe sich um handwerkliche Fehler gehandelt. Wer glaubt denn das hier im Saal, meine sehr verehrten Damen? Wir lassen uns doch hier nicht zum Narren halten. Jeder Richter, jeder Bürgermeister, jeder Lehrer, jeder Siemens-Manager hätte nach einem solchen unglaublichen Betrug sofort seine Kündigung gesehen. Aber für den Minister sollen hier Sonderregelungen. Er will überleben, was für jeden anderen die Existenz gekostet hätte. Sechs Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages hat er genutzt. Er sagt dann, er hätte dies eingearbeitet. Das ist aber doch gar nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist doch die, er hat dies einfach übernommen und hat es dann später erwähnt. Somit ist das nicht eine Nutzung, sondern es ist nichts anderes als eine Fälschung, eine Übernahme, ein plumpes Plagiat. Aber selbst eben in der Rede sind wir noch einmal belogen worden, indem darauf hingewiesen wurde, das wäre genutzt worden. Aber ich kann doch nicht sagen, dass ich etwas genutzt habe, indem ich es abschreibe. Sonst ist doch jedes Plagiat nichts anderes als eine erlaubte Nutzung, meine Sie. Was soll ich denn dann meinen Studenten noch erklären, wenn jedes Plagiat, ich sage, automatisch eine Nutzung ist? Wir können die wissenschaftliche Arbeit einstellen. Ich kann doch niemals mehr einem Studenten irgendetwas vorwerfen, wenn wir das hier durchgehen lassen. Wir dürfen als Professoren gar nicht mehr prüfen. Ich würde jedem Professor raten, keine Doktorarbeit mehr auf Plagiate zu prüfen. Denn wenn das hier durchgeht, wie kann ich denn einem kleinen Studenten die Existenz wegnehmen, wenn der Minister hier damit durchkommt? Der einzige Arbeitsplatz, wo man trotz Abschreiben, trotz Plagiat, trotz wissenschaftlicher Fehlversuche seinen Arbeitsplatz nicht verliert, ist im Kabinett von Frau Merkel. Überall sonst fliegt man raus, meine sehr verehrten Damen und Herren. Daher bitte ich Sie, Frau Schavan, Frau von der Leyen, ich bitte auch die Bundeskanzlerin, die heute demonstrativ nicht da ist, weil sie sich das nicht antun will. Die Bundeskanzlerin will, aber ich bitte Sie, verschonen Sie uns bitte vom Geschwätz mit der Exzellenzinitiative, von dem Geschwätz von der Bildungsrepublik, Forschung und Innovation. Das ist doch alles nicht wahr. Die Wahrheit ist doch die, heute war Frau Schavan im Ausschusspause, da bin ich gar nicht hingegangen. Ich will doch von Ihnen nichts mehr zur Wissenschaft hören, wenn ihr alles erlaubt ist, wenn der Minister betrügen und lügen darf, wie er möchte, und kommt ohne Strafe davon.
Das wird langfristig den Wissenschaftsstandort in Deutschland massiv beschädigen. Wir können niemals dem Chinesen noch einmal in irgendeiner Weise kommen. Alles kann hier gefälscht werden. Wenn diese Form des Plagiats durchgeht, dann darf jedes chinesische Unternehmen alles übernehmen, was wir herstellen. Es gibt kein Plagiat mehr. Dann ist alles frei. Dann ist die Substanz. Daher geht es nicht, wie Sie es darstellen, um eine Kleinigkeit, sondern es geht um die Grundlage unserer Demokratie. Darf ein Lügner und Betrüger im Parlament verbleiben? Darf er Minister bleiben? Und es geht auch um die Grundlage unserer Wissenschaftsrepublik. Wir haben keine Rohstoffe, wir sind auf den Wert der Bildung angewiesen und wir können nicht einen Bildungs- und Forschungsbetrüger im Kabinett belassen. Vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren.